So, ich mag diese Rätsel. Okay. Interesting. Okay, das kann ich nicht drehen. Das kann ich nur drehen. Ah, das kann ich wohl drehen. Okay. Das kann nicht klappen. Das ist die falsche Lösung. Okay. Die Schalter scheinen noch nicht zu funktionieren, sondern ich muss jetzt erstmal wahrscheinlich das Ventil bedienen. Ah, ich muss die Lore holen. Ich habe keinen Schaden gekriegt. Glück, weil das war knapp. Murph, Murph. Emily, du wirst nie wieder leiden. Ah, ich glaube, da hat sie sich ein bisschen... Nie wieder ist ein großes Wort. Bin fast da, Emily. Warte auf mich. Also die Level finde ich ausnahmslos super designt. Oh.
hat mich gesehen. Ich habe vor lauter Moderieren es nicht gemerkt. Ah! Ich habe kein Wort verstanden, was meine Frau von mir wollte. Was? Ja. Ja, alles klar. Ich weiß noch nicht, wohin ihr seid, aber es geht. Schon wieder? Nee, jetzt erst. Ich habe gerade meine erste Theorie-Stunde bekommen. Ja. Top. Okay. Ihr könnt mich mal... Ja, ich sehe schon, ihr könnt mich gar nicht mal so schnell... Kniffelig. Verdeckst, weil die so schnell auf aggressiv schalten. Lass mich helfen. Nein. Blöde Zicke. Wieso kann die mich hier sehen? Ja, jetzt hat sie mich nicht gesehen. So. Komm her. Lass mich helfen. Okay. Zu langsam. Nein, jetzt nicht auch noch den Feuerlöscher klauen. Hey, den brauche ich. So nah dran. Ich finde einen anderen Weg. Jetzt nervt's. Geben sie ein, diese ganzen Mittel. Man benutzt sie kaum eigentlich. Und jetzt nehmen sie einen direkt wieder weg. Jetzt nervt's. Gut. Okay. Bist du da? Nein. Ja, da kann ich ja nicht durch. Wie soll das gehen? Muss ich da durchraschen oder was? Ach, der hört auf. Thank you.
Okay, raschen. Wir raschen hier durch. Lass mich. So. Also ich glaube, ich hätte das Ganze auch einfach durchlaufen können. Das hätte genauso gut geklappt. Also sie hat nur rote Augen. Hilf, sie hat Kratzer an der Wunde auf der Wange. Natürlich helfe Blut ich dir. An den Händen. Nicht schön. Da, komm doch. Der Endgegner. Oh nein. Lauf, Emily, lauf! Okay. War das Spiel schon gestartet? Ja, okay. Lauf, Emily! Lauf! Hab ich schon gesagt, dass ich solche Szenen hasse? Ich finde, die sind immer scheiße zu steuern. Ich habe noch nie gesehen, dass so eine Szene gut zu steuern wäre. Es geht aber. Aber es ist knapp. Es ist knapp. Weiß nicht, hat es gereicht? Ja, es hat gereicht. Ja. Los durch die Tür. So, dann sind wir jetzt wieder eine Stufe zurück in der Realität, schätze ich mal. Oh ne, wir sind direkt an der Station. Die Seilbahn! Schnell, Emily! Die Zeit ist knapp! Als du hier ankamst, Sally, blieb eine Tür offen. Und nur einer kann hindurchgehen. Du kennst die Regeln, Sally. Niemand kann ohne Ticket mitfahren. Was? Nein! Wir haben so viel durchgemacht. Und nur eine von uns kann gehen? Sally. Du weißt, warum du hier bist. Gib Emily dein Ticket. Bring es in Ordnung. Beeilung. Nur eine kann das Ticket benutzen. Und was jetzt? Hallo, Leute. Ja, ich melde mich jetzt quasi aus und auf zu euch. An dieser Stelle des Videos habe ich jetzt mal einfach einen Cut gemacht. Weil ich habe im Nachhinein festgestellt, so wie die Aufnahme gelaufen ist, so von der Reihenfolge her, ich glaube, ist für euch schwer nachzuvollziehen, was jetzt quasi nach dieser Stelle passiert. So, kurz erklärt, ich habe danach zwei Enden gesehen, beide Enden waren nicht schön und habe daraufhin dann überlegt, so woran kann das liegen. Kurze Geheimnis, weil es soll ja auch die Leute helfen, die mit dem Spiel nicht klarkommen. Die an dieser Stelle kommen, merken so, warum gibt es kein gutes Ende? Ganz einfach, ihr habt nicht alle Ticketschnipsel. Also es gibt 10 rote Diamanten oder wie die heißen. Und es gibt 10 von diesen Steinmenschen, die ihr erlösen müsst. So. Und ich habe zu diesem Zeitpunkt erst 7. Das heißt also, 3 weitere müssen gefunden werden. Und damit ihr wisst, wo ihr die findet, weil die anderen 7 habt ihr ja gesehen. Ja, kommt jetzt quasi ein Video, in dem ihr seht, wie ich die ganzen restlichen Steine suche und finde. Damit ihr die. Weißt du, zurück zum Campus. Was passiert denn da? Ach so. Ja gut, das könnten wir jetzt nochmal machen. Einfach nur, um sicher zu sein, ob wir nichts übersehen haben. Ich glaube, ihr seid noch bei mir. Ich glaube es jetzt einfach mal. Auch wenn die Folge jetzt länger wird. Aber ich
So, hier gibt's ja... Ach, hier links gibt's noch was, ne? Die Frage, komme ich da hin? Oh, da gibt's noch was dahinter. Oder? Ja, da gibt's noch was dahinter. Okay, 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 okay. Da ist doch so eine Figur. Du bist frei. Wir haben nicht alle Ticketstücke gehabt. Oh, verbitsch noch mal. Weil wir nicht alle Geheimnisse gefunden haben. Und da sind auch noch Bücher. Leute! Noch Leute. Ein seltsames Buch. Obdachlos, ich habe alles verloren. Leute! Es ist noch nicht vorbei. Warum ist meine Maus nicht im Software-Modus? Das Feuer, die Mine, diese Stimme aus dem Lautsprecher. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich will, das ist einfach zu viel für mich. Es gab eine unheimliche Katastrophenmeldung von einem Erdrutsch und einer anstehenden Evakuierung. Als die Männer von Tom eintrafen, habe ich sie angefleht, Jakob zu suchen. Ich habe ihnen gesagt, dass ich ihn nicht gefunden habe, aber sie haben mich einfach weggeschleift. Wenige Minuten später wurde die Stadt unter Tonnen von Steinen, Feuer und Asche begraben. Oh mein Gott. Sie haben mir nicht einmal zugehört. Ich muss da wieder hoch. Ich muss ihn suchen, aber sie lassen mich nicht. Ich bin hier mit dem Rest der Stadtbewohner eingesperrt in dieser schrecklichen Notunterkunft voller Schlafkojen. Das ergibt keinen Sinn. Ich hatte mal ein Leben. Wie konnte es so weit kommen? Die Leute umringen die Leute von Tom. Sie reden davon, die ganze Stadt wieder neu aufzubauen und uns neue Häuser zu verschaffen. Manche feiern sogar, sie feiern. Ich kann mir das nicht anhören. Mir wird schlecht davon. Ich muss hier raus. Ich muss zurück. Zurück nach Battlewood. Dort bin ich zu Hause, bei Jakob, unter den Steinen. Ich habe ein Ticket für die Seilbahn. Das habe ich gekauft, weil ich vorhatte, Jakob heute noch oben in der Mine zu besuchen. Was mache ich jetzt damit? Jetzt komme ich damit nirgendwo hin. Am anderen Ende der Seilbahn ist nichts mehr. Nur die verschütteten Überreste meiner Leben. Ne? Meiner Lebens. Unseres Lebens. Schlecht übersetzt, meines Lebens, unseres Lebens. Aber ist egal. Okay, wir haben also tatsächlich eine Figur übersehen. Haben wir jetzt das Ticket zusammen? Es steht ja nicht, wie viele Stücke es sind, ne? Also wir wissen es im Endeffekt ja gar nicht. So, Bühne. Kunstbereich. Zweiter Stock. Haben wir noch mehr übersehen? Ja, ich habe die Karte nie wirklich beachtet, muss ich ja ehrlich sagen. Man kam ja so klar. Ich habe ja gar nicht gedacht, dass ich irgendwas übersehen würde. Hier ist eindeutig. Was ist denn hier? Ah ja, da ging es ja nochmal runter. Stimmt. Also ich gut finde, dass man die Rätsel nicht nochmal machen muss. Okay. Haben wir da was übersehen? Was hat da jetzt gequietscht? Gibt es doch noch eine Möglichkeit, da hochzukommen? Haben wir da was übersehen? Mm-hmm.
Okay, nicht besonders sympathisch. Doch, es gibt hier noch einen Weg hoch. Okay, shit. Wir haben tatsächlich auch hier was übersehen. Gewesen. Aber wir sind anders hier hingekommen. Glaub mal, sind wir so hier hingekommen? Echt? Hm. Ich finde es gerade ein bisschen komisch, weil wenn wir so hier hingekommen sind, so auf dem Weg, warum war das denn nicht aufgedeckt? Es war ja nicht aufgedeckt, also, ne? Aber da ist noch was. Sekunde. Da haben wir was übersehen. Kann hier rückwärts gehen. Da haben wir noch einen Blutquarz. Auch da hätte das, ne? Gemein versteckt und jetzt hänge ich in der Grafik. Ah, jetzt geht's. Gemein. Aber hier war nix, ne? Wie waren wir denn hier weggegangen? Wir waren durch die Seitentür, ne? Waren wir durch die Seitentür? Nö. Ne, dann sind wir den Weg auch gegangen. Ja, aber warum war er nicht aufgedeckt? Pff, naja. A bug. Corps wie. Aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir hier lang gegangen sind. Naja, glaub's wie. Wir waren auf jeden Fall da hinten in dem Bereich. Irgendwie sind wir da hingekommen. Anscheinend auf einen anderen Weg. Weil ich kann mich auch hier an diesem Bereich gar nicht erinnern. Aber wie gesagt, ich bin auch vergesslich. Also es kann ja auch sein, hilft den Scheinwenschen, wird auch die geholfen. Das kann ja wirklich sein, dass ich da irgendwie das übersehen habe. Das heißt, ich habe das richtige Ende gar nicht erwischt, weil auf jeden Fall, weil ich gar nicht alle Teile von dem Ticket hatten. Das machte auch keinen Sinn, muss man ja ganz ehrlich sagen. So, hier ist auf jeden Fall nichts. So. So, hier haben wir offensichtlich alles gelöst. Bist du da? Da geht's wieder zurück zum Schulhof.
nicht so dolle. Das war nicht so dolle.